Victors Palast. Häuptlingsabzeichen erhalten. Okay. Willkommen, Doktor. Wie schön, dass Sie hier sind. Bitte kommen Sie hier lang. Victor erwartet Sie schon. Unfassbar, dass das 20 unserer besten Roboter zerstört hat. Glaub es, Katrina. Er ist sehr gefährlich. Victor, wieso entführen Sie meinen Assistenten? Doktor, bitte nicht so dramatisch. Ich habe ihm doch nur meinen Flieger gezeigt. Ich brauchte Ihre Aufmerksamkeit. Und ich glaube, da draußen habe ich die nicht bekommen. Was ist mit der Mission? Wir sollten diesen armen Menschen doch helfen und herausfinden, woher die Kobolde kommen und sie daran hindern, uns je wieder anzugreifen. Ich war ein Freiwilliger. Ich habe mitgearbeitet. Wenn es so wichtig ist, spüren Sie doch die restlichen Kobolde selber auf und erledigen Sie sie. Inzwischen habe ich an etwas gearbeitet, das viel interessanter ist. Sehen Sie. Ja, es ist wahr. Ein einzelnes Relikt, schwerer als eine Tonne. So etwas dürfte gar nicht möglich sein, und doch, hier steht es vor Ihnen. Woher haben Sie es? Es? Ich habe Dutzende davon. Wir stehen kurz vor der nächsten Stufe in der menschlichen Evolution. Mit der Macht dieser Riesenrelikte werden wir diese Stufe erreichen. Und für diese nächste Stufe brauche ich Nack. Nack? Was hat er damit zu tun? Nack ist der Schlüssel. Das heißt also, ich brauche ihr Spielzeug. Und er muss mit mir kooperieren. Nicht groß und gemein werden. Nicht alles in Reichweite zertrümmern. Was macht er da? Los, weg! Kapitel 4.1, Tiefflug. Wir sind direkt hinter dir. Ja. Okay. Necker hat mitgekriegt, was da eigentlich gespielt wird. Ich soll. Nein! Ich glaube, da habe ich mich etwas vertan. Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt kriegt der. Nein! Ich glaube. Ja. Ja. So. Na toll! Ja, komm. Guck an. So. So, bisschen Energie sammeln wir mal ein, ja. Halt, hab's noch was? Nee. Okay. Nein. Ja, aber jetzt noch. Okay. Okay. Jawohl. So. Kommst du? Na komm. So. So. Da schießt immer überall hin, bloß nicht da hin, wo er soll. Na gut.
Okay. Und eine versteckte Truhe. Naja, es guck mal, ein. Was war mal da drin? Ein Griff. Ach, von dem Geheimnisdetektor 3. Naja. Da haben wir, fehlt uns ja noch ein bisschen was. So. Und ich würde mal sagen. Achso, dabei, ich weiß gar nicht, ob das hier ein Speicherpunkt ist. Nein! Nein! Ich spring einfach mal ganz hier drüber. So. Du bewegt mich mal in die nächste Richtung hier. So viel Energie, Sonnenenergie habe ich nämlich nicht. So. So. Einmal links, einmal rechts und einmal geradeaus. Blub. Das sieht mir ja fast aus, dass sie keine Lähmten sind, sondern irgendwie. Junge, wir hatten da Versicherungsvorkehrungen hier drin. Nick, warte mal. Das sind Sicherheitslaser. Und hier, da ist doch eine Waffe dazu. Berühren wir die Strahlen, sind wir Toast. Tja, das ist der falsche Weg. Aber hier bleiben geht auch nicht. Gehen wir. Okay, und schon ist die Rückweg versperrt. Jo, ich glaube mal, ich können wir mal eine kurze Pause machen. Wir sehen uns dann. Ich sage erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bei Kneck. Euer Nightrider. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Kneck, den wir auch hier schon im Bildschirm sehen. Hier ist er etwas größer. Hier ist noch in kleinem Format. Ja, hier ist nochmal in kleinem Format. Und hier ist er in Riesenformat. Ja, ja, Freunde, wir wollen das Spiel fortsetzen, wo wir hier letztens aufgehört hatten. Dazu der kleine Ladebildschirm. So. Und Victor's Palais. Genau, da hat man ja auch aufgehört. Aber ich kann mich erinnern, dass wir da nicht auf diesen Punkt aufgehört haben, sondern ganz anders. Willkommen, Doktor. Wie schön, dass Sie hier sind. Bitte kommen Sie hier lang. Victor erwartet Sie schon. Unfassbar, dass das 20 unserer besten Roboter zerstört hat. Glaub es, Katrina. Er ist sehr gefährlich. Victor, wieso entführen Sie meinen Assistenten? Doktor, bitte nicht so dramatisch. Ich habe ihm doch nur meinen Flieger gezeigt. Ich brauchte Ihre Aufmerksamkeit. Und ich glaube, da draußen habe ich die nicht bekommen. Was ist mit der Mission? Wir sollten diesen armen Menschen doch helfen und herausfinden, woher die Kobolde kommen und sie daran hindern, uns je wieder anzugreifen. Ich war ein Freiwilliger. Ich habe mitgearbeitet. Wenn es so wichtig ist, spüren Sie doch die restlichen Kobolde selber auf und erledigen Sie sie. Inzwischen habe ich an etwas gearbeitet, das viel interessanter ist. Sehen Sie. Ja, es ist wahr. Ein einzelnes Relikt, schwerer als eine Tonne. So etwas dürfte gar nicht möglich sein. Und doch, hier steht es vor Ihnen. Woher haben Sie es? Es? Ich habe Dutzende davon. Wir stehen kurz vor der nächsten Stufe in der menschlichen Evolution. Mit der Macht dieser Riesenrelikte werden wir diese Stufe erreichen. Und für diese nächste Stufe brauche ich Nick. Nick? Was hat er damit zu tun? Nick ist der Schlüssel. Das heißt also, ich brauche ihr Spielzeug. Und er muss mit mir kooperieren. Nicht groß und gemein werden. Nicht alles in Reichweite zertrümmern. Was macht er da? Los, weg! Jawohl, und da sind wir auch schon auf der Flucht.
Mach den Mach Weg frei, Nick. Wir sind direkt hinter dir. Okay. Ja. So, viel kann ich ja nicht frei machen. Da mir die Sonnenenergie fehlt. Au. Da hat mich doch dabei getroffen. Ich sammle auch mal die Sonnenenergie mal ein, ja. Was schießt denn der? Jawohl. So. Dann versuch mal. Okay, jetzt. Hier scheint es ein bisschen einigermaßen safe zu sein. Aha! Ja. Okay. Das hat ja wunderbar geklappt. So. Ja, leider bisschen zurückversetzt. Unendliche Meter, kann man ja fast sagen. So, dabei hatte ich auch mal ja alles schon besiegt gehabt. So. Nein! So. Nein. Jo, genau wie Rehmen. Einmal die Foto ausgestreckt. Und weiter geht's. Ja, ich hatte in der Zwischenzeit, da habe ich auch ein bisschen gelesen über das Spiel. Nee, das lässt du mal ein bisschen. So. Und habe festgestellt. So. Ja, habe festgestellt, die... Okay, das hat man in der letzten Aufnahme schon gefunden gehabt, ja. Ja, ich habe festgestellt, die Geräteschaften oder sowas, die in den Kisten verborgen sind. Ja, erst das. Man. Upsa. Man schafft das nicht. Nein. Ach. Bleib doch ja immer hängen, ja, in einer Ecke. So. Schafft man nicht in einen Durchgang diese frei zu spielen oder was weiß ich, sondern man muss da braucht da mehrere Durchgänger. Leider ist so, wie ich mir das schon gedacht. Upsa. So. Und du brauchst erst gar nicht anzukommen. So. Ja, man schafft das nicht in einen Durchgang, ja, die frei zu spielen, ja, die Gegenstände oder was weiß ich. Sondern es ist so eben gemacht, dass es zufallsbasiert sind, die Gegenstände. Und ja, man kann nicht alles zusammenfinden. Es gibt insgesamt 8 Geräte, dann noch die Kristalle dazu. Nick, warte mal. Das sind Sicherheitslaser. Und hier. Das ist doch eine Waffe dazu. Berühren wir die Strahlen, sind wir Toast. Tja, das ist der falsche Weg. Aber hier bleiben geht auch nicht. Gehen wir. So, und da sind wir auch schon an den Punkt angekommen, wo wir letztens aufgehört haben. Leider hat uns das jetzt ein paar Minuten gekostet. Aber gut, da kann man nicht ändern. Ja, Alter. So, jetzt hat er mich genau reinhauen. Nein! Yes! Roboterjäger, die Trophäe erhalten. Das heißt, wir haben so und so viele Roboter erledigt. So. Ja, den nehmen wir doch weg, ja. Dann los! Ah! Hilfe! Ah! Hilfe! Ah! Okay.
Ja, jetzt erwischt er mich doch noch mit dem Schwert. Ja, so. Nein? Ja. Wieso erwischen die mich jetzt, Euler? Gibt's doch nicht.